Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier Nordfriesische Marsch, vierfach Map, immer noch in der Version 1.9 und natürlich auch immer noch ohne Gräben, das ändert sich auch nicht, solange wie es die gibt. Was machen wir? Ich bringe gerade hier diesen Überladewagen, den ich erst in der letzten Folge voll gemacht habe, den bringe ich zurück zum Hof, weil wir den eigentlich nicht mehr brauchen. Ja, wir haben da oben zwei Felder, die direkt nebeneinander liegen. Das reicht, wenn da ein Überladewagen für die beiden Seemaschinen steht. Die Felder sind auch nicht besonders groß, sodass ich da eigentlich gut mit klarkommen sollte. Ich fülle den hier gleich direkt auf, mache den voll und stelle den dann weg. So, Class Axion 900, das ist Feld 8. Feld 8 ist fertig. Der Verkauf in der BGA läuft auch noch. Der Radlader ist da fleißig. Verkauft eine Schippe nach der anderen, immer für 10.000 Euro ungefähr. Das heißt, wir sollten dann nachher irgendwie 3,5 Millionen auf dem Konto haben. Aber es dauert natürlich, der ist ja nun nicht so mega schnell. Macht aber nichts. Wir haben Zeit, wir sind jung, wir können warten. Naja, jung. Weiß ich auch nicht, ob ich noch jung bin. Ich fühle mich auf jeden Fall noch jung. Sagen wir es so. Man ist ja immer so jung, wie man sich fühlt, sagt man, ne? So. Oh. War vielleicht ein bisschen... knapp. Ich will auf jeden Fall, wenn ich jetzt zwei nebeneinander immer pro Slot stehen haben. Aber so wird da nichts. Habe ich denn heute wieder? Bin ich mal wieder betrunken? Nein, bin ich nicht. Bin nie betrunken, wenn ich aufnehme. Gehört sich schon aus Respekt euch gegenüber nicht. So. Da haben wir's. Gerät muss aufgefüllt werden. Ja, machen wir gleich. Selbstverständlich machen wir das. Nein, nicht. Boah, ich habe beinahe den Kercher umgefahren. Ja, das war ja nicht viel. Und der hier hat noch ein bisschen zu tun, aber alles nichts Wildes. Ja, der Dünger wird wahrscheinlich auch noch reichen. Hier müssen wir auch noch mal kurz nacharbeiten. Aber auch das kriegen wir alles hin. Fahren wir da lang. Gucken, was da ist. Naja gut, in dieser Folge werden wir die Aussaat jetzt nicht mehr beenden, aber na, vielleicht in der nächsten, spätestens in der übernächsten Folge.
sodass wir uns dann komplett um die Produktion kümmern können. Das sieht doch gut aus hier. Was ist da mit der Ecke? Auch das sieht gut aus. Feld 7. Das ist das letzte Feld, was wir anfangen zu sehen. Hier kommt wie immer. Kommen hier Rüben rauf. Zuckerrüben. Und dann machen wir hier Zucker davon. So, läuft, würde ich sagen, erstmal. Mal gucken, wie lange. Was uns hier noch so erwartet. Ja, ist alles nicht mehr so wild. Jetzt uns ein bisschen gedulden hier. Wir gucken ihm mal zu. Also das bloß schön sauber, vernünftig, anständig machen. Alles gut. Wird immer weniger, aber macht nichts. Ich will gleich mal gucken, wie viel Liter da noch im Silo überhaupt sind. Los. Differentialsperre an und rüber da. Da helfe ich doch jetzt nicht mit. Das musst du doch alleine schaffen. 3 Millionen, 4 Millionen fast haben wir hier noch drin. Okay, vielleicht sollten wir dann hier die. Ja, der kommt schon gleich frei. Da kümmern wir uns jetzt mal nicht drum. Seht ihr? Ohne was zu machen. Dauert ein bisschen. Hängt jetzt wieder. Wo hängt der denn jetzt? Oh, das gibt's doch nicht.
So. Hier laden wir einmal auf. So, nicht den blauen, sondern den grünen. Blauer ist Dünger, grüner ist Saatgut. Macht Sinn, oder? Achso. Kamerad. So, und weiter. Ja, was macht mein Radlader? Fast keinen Dünger mehr. Was macht ja kein. Der macht ja nichts. Der Überladewagen mit Dünger steht ja da vorne. Ah, wo ist mein Radlader? Du willst mich jetzt verarschen, ne? Also wenn ich alles verkauft habe, sollte ich 4 Millionen mehr auf dem Konto haben, ungefähr. Aber so langsam wie der verkauft, dauert das natürlich auch irgendwie noch bis zum LS24, 25, was weiß ich, bis der alles verkauft hat. Aber ich habe es zumindest mal gemacht. Ich weiß, wie es geht. Yippie, yay, yay. So. Achso, nee, den will ich ja gar nicht. Da wollte ich ja mal gucken. Nein! Bloß nicht da ins Wasser fallen. Das finde ich total ätzend. Normalerweise fährt der hier auch besser. So, um den 435S, um den Radlader kümmern wir uns jetzt mal nicht mit seinen durchdrehenden Reifen. Zum Gegenteil. Das wird schon. Wurde gerade eben auch. Ja, ich verabschiede mich von euch. Wir kommen schon wieder Richtung Ende. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das, Daumen nach oben gerne da lassen oder einen Kommentar oder, weiß ich, ein Abo. Kommt mich auch bei Facebook besuchen. Könnt auch gerne einen Daumen nach unten da lassen. Aber, was ich, das sage ich ja auch immer wieder, was ich total klasse fände, wäre, wenn ihr dann eine Begründung schreibt, was euch nicht gefallen hat. Weil dann kann ich es vielleicht ändern. Ja, gut, müsst ihr nicht, aber würde ich mich freuen. Gut.
In diesem Sinn, schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ich sag mal ciao.